Und da sind sie wieder, die beiden Eidos hier. Ah, wunderbar, die haben auch Tomb Raider gemacht und ja? So. Naja, Eidos, großes sehr Studio. Schön. Genau, das ist der Daniel, ich bin der Paddy und wir spielen hallo. Heute wieder irgendein Spiel, Hitman 2. Silent Assassin, Hitman ist ja Auftragskiller so ein bisschen, würde ich sagen. Du meintest, es gab einen Film? Ich bin mir nicht sicher. Irgendwas. Auf jeden Fall ist es ziemlich cool. Wir haben es gerade mal kurz angespielt. Macht auf jeden Fall Spaß, muss man schon sagen. Also den ersten Teil habe ich ja damals wirklich auch sehr gerne gespielt. Da gab es immer so diese Sequenz, wenn er dann so geschossen hat, dass das dann in Zeitlupe kam. Ne? Wurde dann so... Ah, okay. Auf so welchem, wo hast du denn gespielt? Auf dem PC? Auf PC war das, ja, genau. Mhm. Aha, hier steht hier was mit dem Garten. Garten-Shed, also die Scheune ist das mein Zuhause. Genau, also jetzt wird erstmal erklärt, ob ich rumgucken kann. Aha, was hat er denn da hinten für einen bitterbösen was meinst du? Barcode. Achso, ich dachte, wahrscheinlich direkt aus dem Knast ist er halt rausgekommen, der Auftragskiller. Kann man das hier öffnen? Und ist ja allgemein bekannt, in den Knästen der Zukunft kriegt man ja einen Barcode. Ja. Ich gucke jetzt mal, ob wir hier irgendwie rauskommen. Ja, geht ja, jetzt. Sehr gut, sehr gut. Oh, der Priester. Buongiorno. Oh, liebe Zeit. Buongiorno. Das aber, du kannst ja froh sein, dass du über 10 Jahre alt bist, ne? Wenn du sonst wäre es eng geworden. I don't know anything, I didn't see anything. Wollen wir genau gucken, was er so erzählt. Ne? Ich höre nichts, ich sehe nichts wie der Schulz von Ein Käfig voller Helden. Mhm. Ah, Confession, du musst ja erstmal hier die Beichte ablegen. Ja, mal hinterher. Ich habe gebeichtet. Es gibt übrigens von deiner Lieblingsgruppe Abwärts. Gibt es ja auch ein Lied, das Abwärts heißt, ist eine deutsche Punkband und ich finde sie extrem scheiße. Wirklich, ich finde die richtig schlecht. Ich war einmal auf einem Konzert bei denen im Luxor, damals noch Prime Club, irgendwann 2009, 2010 oder 2011. Irgendwie war, aber danach will man sich nur umbringen. Weil das ist alles so negativ, also, so ohne Ende negativ. Ja, ich finde die ja gut, wie gesagt. Ja, ich höre die ja schon seit meinem, weiß ich nicht. 15 Lebensjahr oder sowas. Ja, ist schon. Und dieses Lied ist echt lustig, Hitman. Das ist so Hitman. Aber ist so ein bisschen ein auf, ich weiß nicht. Auf fröhlich so etwa? Fröhlich poppig fast schon. Wirklich? Ja, ja. Das passt aber überhaupt nicht zu denen. Ja, aber du kennst ja gar nicht so richtig. Ich meine, da haben wir viele gute Alben gemacht. Das Konzert, ich bin hier beinahe gekotzt bei dem Konzert. Ich meine, es wäre ganz ekelhaft. Amok oder was? Computerstart ist natürlich ein absoluter Klassiker. Das habe ich mir tatsächlich auch alles dann angehört. Super also, cool. Da spielt ja auch der Rod von den Ärzten mit. Der ist ja auch der beste Musiker. Ja, der ist ja später dazugekommen. Ja, ist später dazugekommen, der Rod. Später. Ja. Okay. Seitdem klingt die auch anders. War der nicht am Anfang mal dabei? Nein, war der nicht das wüsste. Okay, ich dachte, das wäre so eine Nummer. Weißt du? Nein. Alles klar. Nee, das ist ein Ding. So, wie sieht's denn aus? So, jetzt wollen wir beichten. Ja, muss er, genau. Zeig mich mal, wo es hier so lang geht, wo man dann vielleicht dann da hineinkommt. Da kann man durch die Schlüssel. Das müsste eigentlich ums Eck sein. Ach, guck mal da. Ah. Der Beichtstuhl. Guck mal. Also Beichtstuhl heißt das so, weil da auch im Beichten, ich habe noch nie gebeichtet, ist da ein Klo drin, dass man direkt auch, weißt du, der Beichtstuhl dann, dass man auch den Stuhlgang dann irgendwie, glaube nicht, dass man, ne, wäre ja ganz gut, manchmal dauert das ja was länger und dann wäre es ja gut, wenn man da so, aber egal. Guck mal, jetzt der Beichtstuhl, der ist darüber, dass er so viele Menschen umgebracht hat, ne? I've killed many people from money out of ignorance, out of evil, okay. Ja, es nagt dann doch an ihm, ne? Ist zwar ein Job und so, aber irgendwie hat er doch zu kämpfen. Ist auch ein Teil seines Auftrags wahrscheinlich. Ja. Du meinst, Teil des Auftrags zu beichten. Damit er irgendwelche weiterführende Informationen bekommt. Interessant, könnte auch sein. Das denke ich. Das denke ich eher. I'm not of this world, so why should God forgive me? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Warum sollte denn ihm vergeben werden? Wenn er hier nicht hingehört. Und, Was ich bei Abwärts noch interessant finde, muss ich sagen, so, der Westen ist einsam, meine ich, heißt das zweite Album von denen. Das ist sehr untypisch, das ist schon so, sagen wir mal, ein bisschen Norddeutsche Welle mäßig in der Art. Das ist nicht so der richtige Punkrock, wenn man das so sagen will, wie auch immer von der Musik her. Wollen sie experimentieren oder was damals? Ja, das ist sehr interessant, also die sind sehr, sehr vielfältig. Die haben auch Alben rausgebracht, die eher so fast schon Metal-lastig sind und, Und dann haben die eins dieser alten Lieder, ich meine, es wäre Affentanz oder wie es heißt, haben sie nochmal neu aufgelegt auf einem der aktuellen Alben. Nochmal neu eingespielt, das machen die halt auch öfter. Okay. Ja, das merkst du, das ist wie so ein roter Faden. Immer wieder werden so Sachen aufgegriffen und
Das ist schon sehr, sehr geil. Also okay. Muss ich doch sagen. Okay. So, hört mal rein, abwärts. Also geht's aufwärts mit abwärts. Machen die immer noch was? Ja, die waren auf jeden Fall, die waren ja richtig groß damals. Also richtig groß. Ja gut, so vom Namen her kennt ihr mich auch. Aber es ist schon eine der klassischen Deutschpunk-Bands, muss man ja schon sagen. Stimmt, so. Das stimmt. Neben diesen ganzen Sachen wie Toxoplasma und Slime und so ein Zeug. Ne? Das sind die schon ziemlich auf einer Liga. Toxoplasma habe ich auch nie live gesehen, leider. Du aber, gell? Ich habe die live gesehen, ja, ja. 96 mal so. Und wieder haben wir das Thema Deutschpunk. Kommt ja oft vor, wenn wir spielen, ne? Immer wieder Feinde witzig. Feinde Parcel. Das Paket muss er finden. Genau. Also gebeichtet hat er, die Aufgabe ist schon mal erledigt worden. Jetzt musst du noch das Parcel. Oh, guck mal, ob das so sein kann, ne? Gehen wir mal. Kirche verlassen. Ach, guck mal, da ist doch gerade geliefert worden hier. Das Hoffmann voll noch nie gefunden. Das ist unglaublich. Was hat er denn jetzt da drin im Pass? Das wäre was, mal sehen. Ich bin mal sehr gespannt, was das sein könnte. Ach, guck mal, da ist ein Messer. Schon mal eine ganz gute Waffe. Da ist anscheinend so ein Brief. We hope you have a, however, there will be a slight charge for your stay. Das heißt, er muss etwas bezahlen. You will prepare cash. Also, er muss einen Geldtransfer in die Wege leiten. Also, bis übermorgen. Übermorgen Mitternacht quasi. Day after tomorrow. At midnight. Infected, okay. You will hear from us. Giuseppe Giuliani. Giuseppe Giuliani. Pizza, Pasta, Macaroni. Das ist besser. Ich glaube, da gab es mal eine Szene bei Family Guy oder so, wo auch einer, ich kann Italienisch und dann sagt er halt die ganze Zeit nur so, Pasta, Pizza, Macaroni, ja, Spaghetti, ja. Das ist eigentlich super. Total gut. Das geht aus meiner Scheune. So, die Scheune, die Shed it be. Wo ist denn die Scheune? Sie muss sich doch zeigen. Ist sie das schon gewesen gerade? Ja, oder fehlt es ja etwas scheu, die Scheune? Ich hab fast denken, da, sein, aber das ist noch eine andere Scheune. Das kann doch das kann ja sein, was das die gewesen ist. Und sie war es auch. So, klar, ab gleich hängt es dann wahrscheinlich. Du scheust dich auch nicht davor, jetzt, da hinzugehen. Ja, ja. Scheude mich nicht. Guck mal hier. Ach, das Lichtchen an. Was hat er mit seinem Auge? War das die Grafik oder war der wirklich? Hat er nur ein Auge? Nicht. Da kann er den Auftragstötungsdelikt gar nicht so. Weißt du, wenn er irgendwie in so ein Gewehr-Ding guckt? Laptop? Oh, hier noch mit Parallelport. Was hat er denn für Anschlüsse dran? Geil, natürlich geil. Aber batteriebetrieben, ne? Akku betrieben, ja, natürlich. Ja, ja, ganz genau. Das ist auch ein Laptop. Was? Das kannst du immer merken, das Zeichen. Was macht er denn da? Das war einprägen. Erzählt er was? Nee. Weil ich höre ja nichts. Aber ihr hört alles. Ihr hört alles und Daniel hört auch alles. Ja. Ich hab sie parallel auf dem Ohr und es läuft gerade die Musik hier, ne? Genau. So, was macht der Schrank auf? Aber ist ja schon ein geiles Spiel, so macht Spaß. Also die Grafik und so weiter und überhaupt, schön, das macht schon Laune. Also ich finde, man ist auch sehr schnell drin, tatsächlich. Das ist komplett anders wie der erste Teil, so, den ich damals gespielt habe. Würde ich mal behaupten, das ist nach meiner Erinnerung, da wurde einfach mehr geschossen, sonst was. Vielleicht irre ich mich auch. Hier ist jetzt ein bisschen Story-lastiger. Ja. Das war auch mal ganz schön. Dauert erstmal eine Weile, bis dann richtig losgeht wahrscheinlich. Oh, hier im Holz hat er hier den geheimen Koffer. Aber ich finde es, muss ich ehrlich sagen, manchmal eher nervig, solche langen Filmsequenzen zu haben. Aber hier passt es in irgendeiner Form. Das macht schon Spaß. Ja? Das ist nicht negativ. Das ist kein Kritikpunkt oder sowas. Ah, jetzt hier. Oh, ein großer Moment. Yeah. Das Arbeitsgerät. So. Ja, dann. Tada, jetzt hast du die Knarre am Start. Jetzt habe ich auch immer umgezogen. Ich wollte gerade sagen, ne? Also, da hat er sich doch jetzt. So, in jetzt, Schale geschmissen. Ach, jetzt gucken wir mal hier, aber nur auf. Ballers. Aha, da hätten wir jetzt die. Ballers? Was heißt denn Ballers? Ja, die ganze Ballern halt, ne? Ja, im Deutschen ist das ganz cool, ne? Ganz witzig. Ja, ja. Die Ballers. Da kannst du üben an der. Aber du hast ja auch nicht mehr so viele Munition. Nee, nee, du musst nee. Nicht, deswegen, lieber ich nicht mal ballern. Vorschlagen. Was mache ich jetzt hier? Moment mal. Holster? Holstergeier. War früher immer von. Kennst du noch Roadstar, den Musikhandel? Roadstar kenne ich, tatsächlich. Ja. Immer Holstergeier. So, was ist jetzt? Hast du was mitbekommen, was man jetzt hier machen könnte? Nee, jetzt bist du auf jeden Fall in Schale geschmissen. Ah, Moment.
Geh weiter. Patch me through to Diana. Die Diana, die gibt dir jetzt die Aufträge, oder wie? Sieht man unten? Achso, das ist been a while. Basic routines together. Agency just wants to make sure you're not too rusty before your first. You're not too rusty. Start a mission by activating the laptop. Ah ja, so, mal schauen. Ja, yeah, jetzt wird geladen hier auch. Weiter geht's hier, guck mal. Ja. Ui. Diana from Agency einfach nur. Ist auch geil. From Agency. Würde man nicht schreiben from the agency oder the agency? Keine Ahnung, naja. Bin nicht so der Englisch-Hyper-Experte. So habe ich es noch in Erinnerung, ne? Dass du da auch so einen Sniper irgendwie hattest. Und du musst halt aus der Entfernung heraus irgendwelche Leute abschießen. Naja, ob das geht. Mhm. The Don is running a tight ship. And if alarmed, he will probably kill the hostage and escape. Ah ja, muss man jetzt natürlich auch zuhören und gucken. Geil, muss jetzt irgendwo einbrechen oder so. Check out the map. Dich irgendwo ranschleichen. Der alte Auftragskiller, Daniel. Ja, ja. Daniel Hitman. Mhm. Was ist das? Falsche Postbote. Ah ja. So, jetzt geht's wohl los, ne? Das ist so okay, erste Mission. Das heißt, wir haben gerade eine Art Intro gespielt, aber ja, das war ja schon mal ganz gut. Okay, jetzt schauen wir uns mal gerade nochmal hier um. Ah ja, das ist natürlich eine gute Sache. Boah, zum. Also, ist auch recht schon eine schöne Grafik, ja, echt Laune. Nochmal. Voll geil. Und eine Konsole von 2002, ne? Also schon auch bald 20 Jahre her. Aber neigt doch dazu, dann so zu gucken, ne? Dass man so mitgeht. Ach, guck mal, da läuft einer da. Ach, da ist er. Naja, siehst du? So. Hättest du dich nicht ranschleichen? Hättest du nicht da oben bleiben sollen eigentlich? Oder? Ach so, meinst du, ne? Da bin ich hier schon wieder direkt dran, ne? Oh, da ist das tatsächlich nicht das Glückste. Was ist, wenn du den jetzt abballerst? Also wir sind ja eigentlich schon, wir spielen ja immer kurz, aber das kann man gar nicht so kurz spielen, gell? Das ist ja schon eher was ein bisschen Längeres. Was ist denn, wenn du den jetzt einfach so offen abballerst? The guards have found a dead postman. Warning. Ah, okay. Ja, das war natürlich hier. Das war natürlich die offene Ballerei. Ich fand, also du standst schon nicht umsonst am Anfang da oben. Ich habe das jetzt einfach mal gemacht, so. Voll in die Vollen hier. Jetzt hat er hier den offenen Konflikt. So. Jetzt gehst du rein. Ja, ja. Jetzt kann ich hier auch die. Warte. Take clothes. Take. Ach! Kannst jetzt alles nehmen. Das ist natürlich cool. Warte. Vielleicht sollte es doch so sein. Guck mal. Ja, guck dir das an. Guck mal, jetzt ist er nackig. Ja, ja. Ganz nackig. Siehst du? Oder vielleicht auch ihn eigentlich noch besser. Das wäre doch, na klar. Mit Blumen allem drum und dran. Du schleichst dich so dann als er rein. Kann ich hier, pick up flowers. Pick up flowers ist immer gut. So. Jetzt muss ich die Waffen mal wegstecken. Holster. Holster, so, guck mal jetzt, pass auf. Drag, open door. Ja, siehst du? Cool. Intuitiv das Richtige gemacht. Voll gut, Daniel. Das voll gut. Bis jetzt, ja. Ja. Geil. Ja. Bist du hier als der Typ, der verkleidet ist? Muss man so ein bisschen nachdenken, halt auch so. Ja. Wie im echten Leben, ne? Wie man sowas macht, ne? Wenn man als Auftragskiller unterwegs ist. Wen würdest du umbringen, wenn du einer wärst? Wenn du einen auswählen könntest, ich könnte direkt 10 Namen aufzählen. Aber tue ich natürlich hier nicht. Also es gibt auch einige auf jeden Fall. Ja, oder? Das ist, ich glaube, jeder könnte jemanden aufzählen. Also schon mal leider der Postbote, der meine Pakete nicht so gut. Echt? Jetzt hast du mir Ärger mit dem Postbote. Hatte ich mal. Also aktuell geht's, aber ich hatte mal einen, der war echt total letzt. Wie ein Hund. Hast du einen auf Hund gemacht? Ein bisschen. Hunde mögen Postboten ja auch nicht. Nee, aber was ist denn da los gewesen? Ach, keine Ahnung, der hat da irgendwie so die Sachen. Ich hatte mal einen Postboten beispielsweise, der versucht, eine Schallplatte dann irgendwie in den Briefkastenschlitz zu stecken. So, ne? Schallplatte. Kennt man ja, Schallplatte, Vinyl für die Leute. Und dann so ein Postkasten. Schau vorstellen. Hast du den dabei ertappt? Ich hab den gesehen, ja. Und ich dachte, hallo, hier bin ich. Ja. So. Hallo, hier bin ich, ist die erste Episode von Alf. Ja, siehst du. Glaube ich. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Müsste, oder? Wenn nicht. Ich muss mir das ein bisschen konzentrieren. Ja, ich bin jetzt als Aufpasser unterwegs. Das kann man jetzt nicht über. Nee, über Alf und daheim. Über Alf und daheim. Ja. Warum schießen die jetzt bitte? Was? Die haben dich die Guards are alerted. Scheiße. Oh nein! Ja,
Ja, für die ganze Quasselt jetzt. Ja, ja. Toll. Jetzt vielen Dank. Die Guards hier. Oh nein. Ach, jetzt haben sie mich wahrscheinlich auch gleich wieder. Scheiße. Ja, ja. Kannst boah, du die Guards jetzt nicht? Aber es ist schwer, dann die abzubauen, oder? Ach, lädt auch noch nach in dem Moment. Balla, balla, balla. So. Yeah, da hat er sie doch. Da hat er sie naja, doch. Aber du siehst das Ausrufezeichen, ich lebe nicht mehr lange. Ja. Was machen wir denn jetzt? Vielleicht mal da. Heidelowski, brauchst du von denen so vielleicht mal Medipack die Klamotten oder sowas. Warte. Take closes. Ja, jetzt geht's weiter. Mit jetzt bist du halt so ein. Ich muss diesen blöden Blumenstrauß loswerden. Sehr cute. Ja. Cute mit Blumenstrauß. Gibt's nicht irgendwo eine Frau unterwegs, der du den geben könntest? Holster. Warte mal, ich geh mal so weiter. Was passiert jetzt? Wenn sie jetzt direkt wieder schießen, wird's schwierig. Oder hör ich einen Schreien? Sag mal. So, gehst du einfach mal an denen vorbei. Ja, ja. Einfach Scheiße. Weiter. Oh nein. Was macht er denn? Ich brauche Zeit jetzt mal hier, um klarzukommen. Nee, um meine Waffe zu ziehen. Ja. Aus dem Holster damit. Kann man nicht irgendwie irgendwo seine Energie mal aufladen? Ja, das wäre schon genau. Ich Blumen essen könnte. Medipack. Blumen essen. Boah, ich glaube, das war's langsam. Komm, das guck jetzt mal, ob was im Kühlschrank ist. So, ja, immerhin hast du ein. Was ist das? Ach ja, guck mal. Was ist das? Nee. Hä? Was ist das jetzt? Irgendwas. Pick up, place. Ne, du kannst nur hinlegen. Place heißt ja hinlegen. Also. Hab ich das hingelegt oder hab ich. Nee, ich hab das wieder aufgenommen. Hm. Was ist das hier? Nee. Nix, das ist einfach nur. Aha. Haben wir sonst noch was hier in der Küche? Was ist das denn da? Ach. Also du solltest auf alle ballern, die du siehst. Ach, das war's. Okay. Aber es ja. War geil, oder? Mit mehr hat Zeit, mit mehr Zeit, was irgendwie normal ist. Aber so haben wir zumindest mal einen Eindruck bekommen. Ja, ein paar Aufgaben kommen wir ja lösen können und so. Zumindest schon mal reingeschaut. Schönes Ding, also kann ich nur jedem ans Herz legen. Und sehr blutig. Hitman 2 Silent Assassin auf dem GameCube. Nintendo GameCube. Ja. Das war schön. Daumen nach oben. Daumen nach oben. Definitiv. Hat Spaß gemacht. Also, macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschö.